Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt gezählt würde. Da machte sich auch der Bergmann Josef aus Wanne-Eickel im schönen Ruhrgebiet auf zur Stadt der tausend Feuer Gelsenkirchen-Schalke, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seiner vertrauten Perle, die war schwanger. Weil die befestigten Pfade für motorisierte Fortbewegungsmittel noch nicht erbaut waren, machten sich Maria und Josef zu Fuß auf die lange und beschwerliche Reise. Tage und Nächte zogen sie, bis sie endlich erblickten eine Herberge am tiefschwarzen Horizont. Aber was seid ihr denn? Glück auf, ich brauche ein Zimmer für mich und meine Frau. Was? Das sehe ich aber doch nicht. Ein Scheiß muss ich. So, und für Schalker gibt's sowieso nichts. Tja. Doch der stolze Schalker ließ den Mut nicht sinken. Die Herberge eines Borussen wäre einer königsblauen Niederkunft beileibe nicht würdig gewesen. Und so zogen sie weiter, stetig suchend nach einem Schlafplatz für ihn und Maria, seine angetraute Perle. Was kann ich für euch tun, meine lieben Schalker? Wir sind auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit. Meine Frau ist hochschwanger, braucht Erholung. Hier ist leider alles dicht. Aber wartet, für meine Schalker Freunde habe ich immer einen Platz. Schalke und der FCN. Und so erreichten Maria und Jupp, wie ihn die Freunde in der Kurve nannten, den rettenden Stall, der ihnen von Freunden vom Club in der Not überlassen ward. Karg und ärmlich kam er daher, doch die Liebe der Freundschaft erfüllte den Raum mit Wärme und Herzlichkeit. Ach, was schön, Josef. Jo, Maria, jetzt machen wir uns erstmal richtig gemütlich. Und als sie da waren, kam die Zeit, dass Maria einen Sohn gebar und wickelte ihn in königsblaue Laken und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch große Freude. Der Bundestrainer hat angerufen? Nein. Nie wieder Regen in Deutschland? Nein. Tore mit links zählen doppelt? Nein. Ja, was denn dann? Der neue Kuzora ist geboren. Und da der Engel von ihnen gen Himmel fuhr, sprachen die Hirten untereinander. Lasst uns nun gehen nach Gelsenkirchen-Schalke und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Engel Naldo kundgetan hat. Als aber Kuzora in der Stadt der tausend Feuer geboren war, in den Tagen des Umbaus des Berger Fels, da kamen Magier vom Morgenlande nach Gelsenkirchen-Schalke, welche sprachen, wo ist der Kuzora, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenlande gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Für den Kleinen haben wir was dabei. Hier sind wir sicher richtig. Für den Papa haben wir aber auch was dabei. Und so feierte die illustre Runde die Geburt des neuen Kuzoras. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann singen sie noch heute. Gut gespielt, Jungs. Aber nächstes Mal ein bisschen mehr reden.